willkommen zu einer neuen Folge von Dickkopf. Ich bin Joshua und heute ganz alleine hier an einem neuen Setting und werde jetzt heute wieder drei Bände mit euch besprechen. Und wir starten mit dem ersten Band, und zwar Joker the World heißt der und ist ein Spezialband, ist ein Einzelband. Und für diesen Band geht eine klare Empfehlung raus, denn wir haben ja eine Besonderheit, und zwar arbeiten an diesem Band insgesamt Künstlerinnen und Künstler aus 13 Ländern zusammen, also Länder wie die Vereinigten Staaten, wie Spanien, wo Comics natürlich sehr groß gefeiert werden, aber auch Nationen wie Deutschland, Italien, Brasilien, Mexiko, Tschechien, die Türkei, Südkorea, Argentinien, Kamerun und auch Polen. Also es ist wirklich ein Breitband über mehrere Kontinente verstreut, und ja, wie ich gerade schon sagte, Deutschland ist auch vertreten, und wer könnte wohl als deutscher Künstler praktisch so eine Story schreiben? Und ich glaube, da würden einige Personen vielleicht zu einfallen. Und ja, für Deutschland ist es der Comedian-Star Thorsten Sträter geworden. Ja, da muss man erstmal schmunzeln, weil wenn man erstmal über Künstler spricht, dann denkt man erstmal wirklich von Menschen, die vom Fach sind. Aber wer sich mit Thorsten Sträter auskennt und vielleicht auch schon mal eine Folge von der ARD-Serie Klein gegen Groß gesehen hat, der weiß auch, dass Thorsten Sträter ein großer Fan rund um Batman ist und sogar ein eigenes Batmobil zu Hause besitzt. Also er ist einer der wenigen, der da so ein krasses Gefährt zu Hause stehen hat, und das zeichnet ihn natürlich aus, und für ihn ist ein Kindheitstraum damit in Erfüllung gegangen, hier an einem Joker-Band mitzuarbeiten. Und genau, also es ist wirklich ein wahres Special. Also wir haben insgesamt 13 Nationen, die Stories variieren, und beispielsweise für Deutschland hat Thorsten Sträter sich ausgedacht, dass der Joker mal auf einem deutschen Festival auftreten soll. Also nicht auftreten in dem Sinne von, dass er da spielt, sondern dass er da auftaucht. Und naja, welches großes deutsches Festival kann man da nehmen? Und da ist, glaube ich, bei vielen ganz klar, das muss Wacken sein. So, Wacken ist eins der bekanntesten Festivals auf der Welt und steht auch ganz klar für Deutschland und für gute Musik. Und da taucht der Joker auf im wahren Matschgetümmel, was letztes Jahr 2023 ja auf dem Wacken-Festival war. Also wir haben auch einen zeitgeschichtlichen Kontext damit eingebunden, und es ist einfach mal interessant zu sehen, wie so ein Superschurke, den man so lange schon verfolgt, dann auf einmal an so einem ungewohnten Ort auf einmal wiederfindet. Genau, und so haben das die anderen Künstler zum Teil auch gemacht. Also in Argentinien ist der Joker auf einmal in einer Hooligan-Fußballgruppe, gerade weil Argentinien auch viel mit Fußball verbunden hat, zu tun hat, passt das ganz gut. Oder er taucht auf einmal in Spanien auf und so. Durch diese 13 Länder, die da auftauchen, hat man eine fantastische Story. Also ich finde es richtig toll gemacht. Es ist ein Einzelband, das heißt keine laufende Serie. Und ich denke mal, so ein Special wird es nicht alle Tage geben. Gibt es auch ein Variant-Cover zu, da müsst ihr aber, glaube ich, schnell sein. Also besorgt euch das Ding, das darf in keiner Sammlung fehlen. 168 € für nur 20 €, das ist sehr lohnenswert. So, dann kommen wir von diesem Einzelband zu einem weiteren Einzelband. Und zwar Punisher War Journal. Und genau, also wir wechseln den Verlag. Wir sind jetzt nicht mehr bei DC, sondern bei Marvel Comics aufgetaucht, und Marvel präsentiert den Punisher ganz anders, als wir ihn bisher kennen, weil es ist nämlich so, ursprünglich, und so habe ich als Kind auch angefangen, als Leser ist es so, dass der Punisher praktisch ein Alleingänger ist. Der hat ja seinen Keller, seine Garage voll mit Waffen und macht praktisch das, was er am besten kann, und zwar Menschen in dem Sinne so zu bestrafen, wie es, glaube ich, kein Polizist machen kann. Und ich weiß nicht, wie es bei meinem Kameramann so aussieht, aber wir kennen ihn so als den Frank Castle, als den Punisher,
Und neuerdings ist er aber ganz anders unterwegs, denn, also wir haben schon ein, zwei Bände davon auch schon besprochen gehabt, also könnt ihr alles nachsehen, nachlesen. Denn es ist jetzt so, dass im Leben von Frank Castle auf einmal alles Kopf steht und er zur Organisation die Hand gehört. So, er ist nicht mehr alleine, er ist der König der Killer, er hat eine Ninja-Armee um sich und somit lässt er auch vieles durch andere machen, was vorher undenkbar war, weil er das für sich, also er hat das alles alleine gemacht und war ein Einzelkämpfer und hat sich zum Teil auch sehr unwohl gefühlt mit anderen Kollegen. Und jetzt scheint alles anders zu sein. Und alte Bekannte treffen auf ihn und erleben ihn natürlich auch ganz anders, als man ihn so kannte. Und es gibt dann auch ein paar Abenteuer, auch in diesem Einzelband wieder, unter anderem mit dem ehemaligen Shield-Agent Joe Jerrison, der ja, als auch mit einem neuen Gesicht auftritt. Also auch der macht etwas, aber der scheint gefährlich zu sein und die Kombi macht es. Und ich finde es einfach spannend zu sehen, wie der Punisher sich so verändert. Und vor allem interessiert mich natürlich auch, ob das jetzt dauerhaft so bleibt. Und hier an diesem Werk haben tolle Künstler daran gearbeitet, die zum Teil nominiert als auch ausgezeichnet wurden. Zum Beispiel der Autor David Pepose hat den Ringo Award gewonnen und der Zeichner ist Dave Water oder Watcher, ich glaube eher Watcher, der ist nominiert für den Eisner Award, also die Comic-Auszeichnung schlechthin. Also wenn das nicht für den Band spricht, dann weiß ich auch nicht. 108 Seiten für nur 13 Euro, das lässt sich easy machen. So, und zu guter Letzt lässt sich auch easy machen die Fortsetzung der aktuellen Alien-Reihe Alien 2 Descendant. Da haben wir auch schon Band 1 besprochen. Hier geht es darum, wir bewegen uns so im Jahr 2195. Der Megakonzern Weyland-Yutani hat vor 10, 11 Jahren ungefähr eine Mission auf den Eismond LV-695 geschickt, wo Untersuchungen gemacht werden sollten und wo Aliens praktisch in den Eisgrotten, praktisch in einem tiefen Schlaf waren. Und genau, die sollten unter anderem auch untersucht werden, nur die Mission ging damals schief. Die Aliens erwachten und vor allem hat man eine Alienrasse entdeckt, die noch brutaler, noch schlimmer ist als die bisherige. Und genau, also es verstarben alle von dem Team, bis auf die Tochter einer von den Doktoren. Und zwar ist das die kleine Sascha gewesen, die überlebt hat und die jetzt mehr als 10 Jahre danach wieder zurückkehrt und zum einen Rache verspüren möchte und zum anderen dem Unternehmen Weyland-Yutani auch eins auswischen möchte. Und genau, weil die haben das Ganze nämlich damals vertuscht und sie möchte jetzt die Wahrheit ans Licht bringen. Ist eine interessante Fortsetzung, sehr spannend gemacht und nicht nur was für Liebhaber, die die Aliens auch so gerne schon mögen, sondern auch für Menschen, die gerne in das Universum einsteigen wollen. Zu verdanken haben wir das dem Autoren Declan Shelby und den Zeichnern Andrea Brocardo und nochmal Declan Shelby, wer hätte es gedacht, also der hat an beiden Sachen mitgearbeitet. 136 Seiten für nur 17 Euro, lässt sich sehen, klare Empfehlung, geht raus. So, und das war's auch schon heute hier mit der Folge, hier ganz alleine am Setting. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr sehen, lesen oder hören wollt, dann schaut doch einfach mal bei dicko.de vorbei mit Doppel-K und Doppel-P. Ansonsten wünsche ich euch alles, alles Gute, lasst gerne ein Like da, abonniert unsere Kanäle und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit einen Kommentar über das Kommentarfeld oder aber auch an unsere E-Mail-Adresse info@dicko.de zu senden. Vielen Dank an der Stelle, bleibt immer gesund, bis zum nächsten Mal.